Frage 1 der Kollegin Dr. Dagmar Enkelmann. Es geht um die Überprüfung der Kostenberechnung für Stuttgart 21 im Vorfeld des Volksentscheids am 27. November 2011. Bitte, Herr Staatssekretär. Frau Präsidentin, hochgeschätzte Frau Kollegin Enkelmann, der Bundesregierung liegen keine internen Berechnungen des Landes Baden-Württemberg zu Stuttgart 21 vor. Ihre erste Nachfrage, bitte. Das kann ich dann für die Fragen benutzen. Also Ihnen liegen keine internen Berechnungen vor. Dennoch gibt es eine ganze Reihe von Pressemeldungen, die darauf aufmerksam machen und bisher nicht dementiert sind, im Übrigen von der baden-württembergischen Regierung, dass es nahezu eine Verdopplung der Kosten geben wird. Die Frage ist, wer trägt sozusagen diese Mehrkosten, die hier entstehen? Immerhin, es geht um den 27. November und die Volksabstimmung. Und ich finde, die Bürgerinnen und Bürger sollten schon vor dieser Volksabstimmung wissen, was tatsächlich auf sie zukommt. Bitte, Herr Staatssekretär. Frau Kollegin Enkelmann, ich will noch mal hervorheben, dass sich die Bundesregierung nicht in die organisatorischen Fragen und in die Neuorganisation einer Landesregierung einmischt und somit auch diese Bemerkung von Ihnen nicht kommentieren kann. Ich möchte auch noch mal hervorheben, dass Stuttgart 21 ein Projekt der Stadt Stuttgart, des Landes Baden-Württemberg und der DB AG ist und nicht des Bundes. Wir haben die Verpflichtung, wichtige Infrastrukturprojekte in Baden-Württemberg, beispielsweise bei der Zulieferstrecke Wendlingen-Ulm, zu machen. Aber mit dem Bahnhof selber haben wir keine vertragliche Verpflichtung an der Stelle. Und von daher kann ich diese interne Berechnung aus dem Land Baden-Württemberg auch nicht kommentieren. Ihre zweite Frage, bitte. Ja, Herr Staatssekretär, nun gibt es eine Finanzierungsvereinbarung zwischen Bahn und dem Land. Die Bahn ist nach wie vor hundertprozentiger Eigentümer des Bundes. Insofern gibt es natürlich eine Verantwortung des Bundes. Soweit werden Sie mir sicher zustimmen. Es wäre möglich gewesen, bei einer Überprüfung des Kostenrahmens, dass zum Beispiel noch 2009 tatsächlich diese Finanzierungsvereinbarung, also wenn dieser Kostenrahmen überschritten wird, das Projekt insgesamt gestoppt worden wäre. Wie hat der Bund seine Verantwortung in dieser Frage wahrgenommen? Frau Kollegin Enkelmann, Sie haben ja den breiten Dialogprozess gerade bei der Schlichtung auch verfolgt, die zu Stuttgart 21 immer wieder auch die Diskussion um die Zahlen sich gedreht hat. Da war der Bund nicht beteiligt an diesen Diskussionen um die Kosten. Deswegen verweise ich nochmal darauf, dass die Verantwortlichen der DB AG die Kostenstruktur für Stuttgart 21 mit den Vertragspartnern Stadt Stuttgart und Land Baden-Württemberg immer gemeinsam berechnet haben, vor allem auch vor der letzten Landtagswahl. Und da verweise ich, diese Stellen zu fragen und nicht hier in der Fragestunde den Bund, der außerhalb dieses Vertragsverhältnisses ist. Das Wort hat der Kollege Schlecht. Am 30. Juni, Herr Staatssekretär, ist hier im Deutschen Bundestag ein Antrag von uns mit den Stimmen der Regierungskoalition in Tateinheit mit denen der SPD abgelehnt worden. Und dieser Antrag zielte darauf ab, dass die Bundesregierung bzw. auch die Bahn dazu verpflichtet werden sollte, Kostenüberschreitung über 4,5 Milliarden nicht zu tragen. Das heißt im Klartext mit diesem Beschluss vom 30.06. sagt die Regierungskoalition mit der SPD hier im Hause, man solle bereit sein, über die 4,5 Milliarden hinauszugehen. Diese Entscheidung vom 30. Juni löst natürlich eine gewisse Irritation und Nervosität aus, dass man sich natürlich fragt am Ende, wo sollen die Kosten denn hinlaufen, wenn hier im Hohen Hause eine derartige Bereitschaft ist, unkonditioniert Kostenüberschreitung über diese 4,5 Milliarden hinzunehmen. Und insofern meine Frage, müssten Sie sich denn nicht intensiver um diese Kostenberechnungen kümmern und auch versuchen nachzuvollziehen? Denn Sie stehen hier in der Verantwortung für die DB AG und würden nach diesem Petitum vom 30.06. die Last haben, über 4,5 Milliarden hinaus zu bezahlen. Und Sie können doch nicht in unverantwortlicher Weise dort sozusagen die Kosten einfach ins Uferlose laufen lassen. Herr Kollege,
mir neu, dass ich jetzt Sprecher der DB AG bin. Ich sitze auch nicht im Aufsichtsrat, sondern die Bundesregierung sitzt im Aufsichtsrat als Vertretung mehrerer Häuser, klar. Aber wie unterschiedlich ja die Meinungen allein in der Landesregierung Baden-Württemberg sind, sieht man ja an der Haltung zum einen vom Partner Grüne und vom anderen, auf der anderen Seite vom Partner SPD. Das heißt, nochmal die klare Aussage, uns liegen keine internen Berechnungen vor. Es ist nichts anderes gemeldet. Die Kosten sind transparent besprochen worden beim Schlichtungsverfahren. Da hat jeder Bürger auch die Möglichkeit gehabt, nochmal sich genau auch ein Bild zu machen. Und von daher geht die Bundesregierung davon aus, dass die Berechnungen auch korrekt sind, die vormalig auch dem Verkehrsausschuss immer wieder vorgestellt wurden. Und somit gehen wir in den weiteren Dialog um die Strecken, die um den Bahnhof ertüchtigt oder ausgebaut werden müssen. Danke, Herr Staatssekretär. Ich erlaube mir noch einmal auf die Ein-Minuten-Regelung erstens hinzuweisen.